Auch in dieser Folge wurden keinerlei Karotten verletzt oder beschädigt. Okay, vielleicht angeknabbert, aber sonst überhaupt nicht. Creepy Smile und Papercut haben sich am 19.05.2014 ein Battle geliefert, in dem beide die Creepypasta, das Mädchen auf dem Foto, vertont haben. Ihr hattet nun 5 Tage, von Montag bis Freitagabend, Zeit, um abzustimmen, wen ihr besser fandet. Nun wird ausgewertet, wer von beiden gewonnen hat. Zunächst einmal wieder die Jurybewertungen. Ich habe mir dieses Battle bestimmt 50 oder 60 Mal angehört und ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ich fand zwar Creepy Smile hat besser betont, allerdings hatte Papercut eine bessere Musikauswahl, während ich die von Creepy Smile ehrlich gesagt wirklich unpassend fand. Deshalb geht meine Stimme heute an Papercut. Mir fällt die Entscheidung zwischen Smile und Paper gerade wirklich schwer. Bei Paper passte die Musik beispielsweise wesentlich besser als bei Smile, wohingegen Smile klarere und deutlichere Betonungen gemacht hat. Allerdings hat er dabei oft auch ziemlich seltsame Betonungen an Satzenden gemacht. Paper hat nicht so deutliche Betonungen, hat dafür allerdings durchgängig keine dieser seltsamen Betonungen dabei. Allerdings klingt er oft dafür sehr abgelesen. Smiles Stimme kommt wesentlich klarer und Papers Soundqualität scheint nicht ganz so gut zu sein. Dafür kann man beiden trotzdem gut zuhören, trotz der recht verschiedenen Interpretationen. Insgesamt kann ich mich also wirklich nicht zwischen beiden entscheiden und enthalte mich deshalb. Um erst einmal verstehen zu können, worauf ich mich beziehe, will ich sagen, wie ich die beiden Versionen ungefähr interpretiere. In Papercuts Fall ist die Atmosphäre eher traurig oder ein wenig bedrückt, was zumindest gut die Situation aus der Sicht des Protagonisten schildert, eine Tragödie. Bei Smile hingegen steht das Mysteriöse im Mittelpunkt, so auch die Musik. Wahrscheinlich will er eher ausdrücken, dass dieses Bild merkwürdig ist. Von daher finde ich bei beiden die Musik eigentlich gut gewählt. Aber was man auch sagen muss, ist, dass sie beide etwas von dieser Atmosphäre kaputt machen. So verkörpern beide kaum Angst in der Stimme bei dem seltsamen Klopfen. Papercut liest zudem über einige Stellen sehr schnell drüber. Insgesamt fand ich Smile besser, vor allem von der Aussprache, auch wenn ein paar Sachen seltsam betont wurden. Jetzt zu meiner Bewertung. Ich fange mit Papercut an. Papercut hat eine sehr vernünftige Musikuntermalung gewählt. Außerdem hat er seine Stimme recht gut der Stimmung angepasst, sodass die Musik halt auch nochmal einen kleinen Bonuspunkt da gegeben hat. Außerdem hatte er beim Vorlesen keine Fehler und das ist ja die Grundvoraussetzung. Manche schneiden das ja nicht raus, aber das war hier ja nicht der Fall. Was ich kritisiere, ist, dass er hin und wieder mal ein wenig zu schnell gelesen hat und dadurch war die Spannung hin und wieder ein bisschen gedämpft. Ja. Und jetzt zu Smile. Smile hatte ebenfalls keine Fehler beim Vorlesen und ich fand auch Smiles Stimme ein wenig klarer und besser bearbeitet. Allerdings hat Smile die Musik nicht ganz so passend gewählt wie bei Papercut. Irgendwie dieses Klimperige hat irgendwie nicht ganz so gut gepasst, weil das ja mehr so was Trauriges, Liebeskummeriges ist. Und das, finde ich, hat Smile auch nicht wirklich richtig gut rübergebracht. Also jedenfalls nicht so gut wie Papercut. Er hat zwar viel Betonung reingebracht, aber hin und wieder waren da halt mal Stellen, wo die Betonung nicht so toll war. Und bei Papercut war halt die Betonung gleichbleibend gut. Ja, deshalb gebe ich meinen Punkt an Papercut. Also meine Stimme geht dieses Mal an Creepy Smile, weil es bei ihm ein bisschen flüssiger klang und dadurch auch atmosphärischer. Ich würde mich aber freuen, Paper nochmal im Vergleich mit jemand anderem zu hören. Dies war nun also der Jury-Vote. Es steht bisher unentschieden, nun zu euren Abstimmungen. Insgesamt gab es diesmal etwas mehr Kommentare, die nicht gegolten haben. Jedoch habt ihr auf Creepy Smile insgesamt 6 Punkte verteilt. Papercut hingegen hat nur einen Punkt bekommen. Creepy Smile hat mit einem Jury-Vote von 2, also insgesamt 8 Punkte. Papercut hat ebenfalls noch 2 dazu bekommen, was insgesamt 3 Punkte macht. Also herzlichen Glückwunsch, Smile! Du hast mit 8 Punkten gegen Papercut gewonnen! Dies war also nun das zweite Battle. Montag wird das dritte erscheinen. Chanchidori vs. Yavijin.